Seit 14 Wochen reisen wir jetzt mit unserem Camper durch Europa und das ist wohl die schlimmste Woche, die wir je hatten. Zuerst ist uns einfach unser Autoschlüssel zerbrochen. Bei VW meinte man, wir müssten 10 Tage auf einen neuen Schlüssel warten. Da wir aber keine 10 Tage Zeit hatten, sind wir zum ganz normalen Schlüsseldienst gegangen und der hat uns für 45 Euro einfach einen Ersatzschlüssel gemacht. Wir waren mega happy mit dem Ergebnis und dachten, jetzt wird alles gut. Also sind wir wieder zurück nach Ericeira gefahren und haben uns abends mit unserer Freundin getroffen, gemeinsam Pizza gegessen und Sunset geschaut. Nächsten Tag wollten wir uns dann ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk machen und haben uns zusammen ein neues Surfboard gekauft. Damit ging es dann direkt weiter nach Peniche und wir hatten hier einen echt coolen Tag mit dem neuen Surfboard und hatten beide mega viel Spaß. Haben abends noch coole neue Leute kennengelernt und auch hier wieder gemeinsam ins Sunset geschaut. Nächsten Tag dann verkatert aufgestanden und einfach feststellen müssen, dass man uns alle unsere Boards geklaut hat. Das ist einfach das schlimmste Gefühl, wenn man aufsteht und merkt, fuck, die Sachen sind weg. Dazu war es noch mega neblig an dem Tag. Wir haben dann den ganzen Tag Peniche abgesucht, aber naja, ihr könnt euch ja denken, was passiert ist. Wir haben sie natürlich nicht wiedergefunden und die Polizei meinte auch, wir sollen uns wenig Hoffnung machen. Ja, einmal von einer Woche einfach so viel Scheiße passiert, aber so ist das Leben halt. Für uns geht es jetzt weiter nach Nordspanien und